Ja, hey, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. Warum bin ich im Menü? Habe ich gerade erst so gemerkt. Ja, in der letzten Folge sind wir immer noch in den Windwerkruinen rumgelaufen. Und wir waren, glaube ich, so kurz davor, am richtigen Ort zu sein. Und ich muss jetzt erstmal selber gucken, wo ich bin. Ich habe wieder ein bisschen trainiert hier. Also, ja. Mit Richard sieht das noch ein bisschen öde aus, aber mit den anderen, boah, so aufstrebender, nee, nicht aufstrebender, Angriffskämpfer, alle A-Arts, alle A- und E-Arts, alle A- und E-Arts. Bei mir fehlt nur eine E-Art, verdammt. Bin ich aber, glaube ich, gerade am Lernen, oder? Nö, egal. Ja, ich war wieder ein bisschen fleißig. Ich merke gerade, unsere Elefantzeige ist ein bisschen im Eimer. Aber ich habe jetzt kaum Bock, nochmal zurückzugehen und den aufzuladen. Also weiter. Da dahin sieht schon gefährlich aus. Ich habe den Schwierigkeitsgrad auf Chaos. Und mal gucken, ob ich damit weiterkomme. Hallöchen. Na. More monsters. Was soll ich sagen? There's something different about these. Keep your guard up. We will survive. So, legendärer Wyvern, zeig mal. Nein. Eine neue Wyvern-Spezies in dem Windwerk-Ruinenhaus. Diebesbeute habe ich. Habe ich überhaupt Tränke des Lebens und so gekauft? Ich hatte davon voll wenig. Verdammt. Warte mal. Verdammt. Okay, wir dürfen nicht verrecken. Geil. Jubel ist schon gleich tot. Geil. Oh, gestohlenes Objekt. Tranke des Lebens. Brauchen wir gerade. Ja. Ich habe mich irgendwie nicht so teammäßig vorbereitet. Ich habe einfach irgendwie das genommen, was ich als letztes hatte. Oh, geil. Nein, verdammt. Oh, gut. Ich wusste, dass das passiert. These guys are tough. At this rate. We won't last very much longer. Look out! Richard! Damn you! You'll pay for that! You have awakened me. That voice. Entrust yourself to my power. Lambda. Hesitate, and your friends will die. Strike forth. Asbel. He just stopped it. Now. Na gut. Wieder eine Gruppe, die Asbel enthält. Okay, wir sind wieder alle voll geheilt. So, zur Not könnte ich immer noch hier ein Dingens. Einen, ja. Den Schwierigkeitsgrad runterstellen, aber lassen wir mal. So, Espel, guck mal. Espel ist übrigens verflucht stark. Drücke erstmal, um Tempomodus zu aktivieren. Bams! Die Tempoleiste füllt sich allmählich auf. Wenn 50% oder mehr erreicht sind, kann der Tempomodus aktiviert werden. Nutze all seinen Vorteile. Bams! Geil. So, jetzt machen wir die fertig. Hoffentlich. Boah, zum Teufel. Wir machen die echt fertig. Bams! Oh Gott. Da kommt schon. Espel ist irgendwie verdammt stark im Training gewesen. Seine Angriffe ziehen so viel ab. Oh, ich sehe gerade die Tempo-Anzeige. Fühlt sich verdammt schnell. Aber ich habe so das Gefühl, wir werden immer noch voll verrecken. Ich würde einfach drauf losmetzeln hier. Ja, genau, Drachenangriff. Oder Drachenansturm, sollten wir einsetzen. Anfällig gegen Arzt. Oh, okay, sag das doch gleich. Aber zum Glück füllt die sich so schnell, Gott sei Dank.
Warten wir mal, bis sie sich füllt. Ne, jetzt lieber nicht. Wir sind im Dingsschub, ey. Im LF-Schub. Oh, fuck. Jetzt kommt übrigens eine awesome Musik hier. Vom Future Arc Kampfmusik. Wenn ich mich nicht irre. Ich setze einfach so schnell wie möglich eine Macht. Ich gebe später darauf ein, was Tempomodus ist und so. Und ich kann gerade ein bisschen konzentrieren und überleben irgendwie. Oh Gott, Hilfe, Hilfe. Und einfach nur warten, bis ich meine Tempoanzeige wieder auffüllt. Das ist übrigens diese Anzeige, die immer hier diesen Halbkreis bildet. Nur so ganz nebenbei. So, jetzt hat er erst recht dran. It's time! It's Sponging Sword! So, der ist weg. So, Max. Jetzt sind die dran. Ich bekomme hier überhaupt nichts mehr mit. Ich habe gar keine Ahnung, was hier los ist. Das ist einfach nur Drachenansturm, weil Drachen sind, das effektiv ist. Macht Sinn, ne? Wieso habe ich nochmal auf Chaos eingestellt, Mann? Warte mal, ich habe jetzt nicht. Ich meine, ich habe nicht Lotus Aurore hier. Ja. Ich kann gar nichts machen, verdammt. Los, verreck! Verreck! Da kommen wir gar nicht klar. Normalerweise führt die sich nicht so schnell. Ich habe also Glück. Ei, ei, ei. So. Guck ich mal hier. Ist Kahn von Espel. Das gibt's doch nicht, Mann. Ist doch schon ein kleines Highlight hier, dieser Kampf, finde ich. Und setz mal irgendjemand anders hier in der Müsse gerade ein. Ich habe die, glaube ich, abgestellt, ne? Im Training. Au. Immer genervt haben. Okay, das kriegen wir jetzt hin. Okay. Kriegen wir locker hin. Okay, kriegt man schon hin, seit der erste tot war. Oh nein, ich bin verbannt. Hilfe. Ach, das ist nur einer. Okay. Und einfach ein Kampf. Wir sollten eigentlich nicht so stark sein, wenn ich mich irre. Hitzeresistent, okay. Tempomodus. Figuren mit der Tempofähigkeit können oder Fertigkeit können in den Tempomodus wechseln, indem du R2 drückst, sobald ihre Tempoleiste 50% übersteigt. Neben gemeinsamen Effekten aller Figuren im Modus hat jeder auch eigene Spezialfertigkeiten, die Kombos verstärken, SK wiederherstellt und KP ein. Ja, das wird richtig awesome. Eines der Future vom Future Arc. Ja, so fühle ich mich auch gerade. It was Lambda's power. Lambda? At least we were able to kill some of the monsters. Yeah, that should cut down on the number of attacks. I don't understand why these things are so strong. I wish ich auf Chaos gestellt habe. I'm sure she could figure out something. Perhaps, but there's nothing we can do about it now. Let's move out. Jo. Gefährlichstes Spiel. Asbel, are you okay? Did Lambda, you know? Yeah, I'm fine, Sharia. Really. Is he saying anything? No, he's dormant again. Really? Yes. There is one thing I should warn you about from my time with Lambda. What is it? Listen and listen well. No matter what happens, no matter how much Lambda pleads, you must not. Must not what? Play I Spy. I Spy? What? What? You mean the kids game? Lambda actually plays that? I got you. But knowing you, Asbel, I wouldn't be surprised if you two actually got that close. Thanks, Richard. I'll ask Lambda for a game next time. No, you won't. Das ist mein Kopf, ich mach, was ich will.
Okay. Du hast. Wo ist das? Hast du ein. Ja, beschleunigen. Beschleunigung. Stahlbrecher. Hey, die Attacke wollte ich. Ich habe auch manuell, verdammt. Ja, ich wollte hier gerade Stahlbrecher lernen. Danke. Soll ich genau das nehmen? Da ist mehr Verteidigung. So, ich muss jetzt wieder alles auf Rang 5 hier einstellen. Damit ich nicht wieder alles hier switchen muss. Und dann gucken wir mal, wo ich jetzt hin muss. Da war irgendwie noch ein Raum, wo wir hin konnten. Oh. Stahlschrei. Ein hellleuchtendes Schwert, das einen Schrei ausstößt, wenn er geschwungen wird. Wenn es geschwungen wird. Genau, die Waffe kenne ich auch noch. So, da kommt einfach mal hier eine Waffe um die Ecke, die ein bisschen stärker ist. Tempo-Modus, Effektdauer hoch. 18%. Das ist auch nicht schlecht. Ja, das tun wir mal ausrüsten. Wir sind im Future Arc. Wir brauchen keinen Excalibur mehr. Hat mehr so auf. Wie ist mehr so auf A-Arts ausgelegt? Also. Das müssen wir noch irgendwo hin. Aber ich weiß nicht wo. Also ich weiß, wie der Raum aussieht, aber ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin letztes Mal. Bin doch irgendwie so per Zufall, glaube ich, rüber gelaufen. Geh nach draußen, was? Okay. Hier war noch irgendwo ein Raum, wenn ich mich nicht irre. Dann bin ich mal rüber gestolpert. Wo ist denn der nochmal? Egal. Wird offscreen nochmal höchstwahrscheinlich hinkommen, verdammt. Ah. So, den Tempo-Modus, den haben wir jetzt immer. Bams. Sag's dazu, ich wollte eigentlich Richard steuern. Er braucht noch ein, zwei Arts hier. Nicht den Meister-Team führt. So, Hard Abwehr und Stahlbrecher, gut. Eine neue Art für Espel. Jetzt kommen langsam auch die ganzen Arts, von denen ich nicht mehr weiß, wie sie aussehen. Oder was das für Art sind. Ich kann ja mal gucken, Stahlbrecher. Also die früheren, die kann ich nur alle auswendig, so mehr oder weniger. Ach so, ja. Das ist auch nicht schlecht, die Attacke. Ich höre was zum Spam in meiner Trainingsmontagen. Ja, ich habe Allreis bei und so was alles. Also was pro Level ab ein KP dazu gibt permanent. Also nur eins. Und eins hat, wenn man eine 50er Combo macht, nochmal ein KP dazu gibt. Was gar nicht mal so schwierig war hier. Wenn die Gegner auf Chaos und so sind. So. Mal erstmal ausruhen. Ich weiß zwar nicht, wer die 100 Galt da einsteckt, aber okay. Ich meine, hier konnten wir gar nicht raus. Ja, wenn ich da, warte mal, vor irgendwas passiert. Mixer laden. Jetzt kriege ich mal einen Stempel. Auf Screen habe ich keinen einzigen bekommen. Ah, Finstertrunke, habe ich wieder voll verballert. So, ist hier ein Skit? Nein, okay. Dann weiter. Wir kommen hier nicht raus. Wie komme ich raus? Wie komme ich denn hier raus, Mann? Da war irgendwie was in den Raum und ich bin einfach so blöd gewesen und bin da weitergelaufen. Verdammt, geh weg. Warte mal, ich will Richard steuern. Richard ist auch witzig zu steuern. So ein halb Magier, halb Kämpfer. Bams. Ich gehe nochmal zu dem Raum. Ich gucke mich nochmal da um. Ich glaube, da war nichts, aber man kann ich da irgendwie. Ist da ein Teleporter oder irgendwie sowas? Nö, okay. Dann geh nach draußen. Du hast gut reden. Wo ist draußen? Ich will doch nur draußen finden. Ja. Weiß nicht. Ich geh einfach mal hier lang. Na, warte mal, das sieht richtig aus, oder? Nee. Ich gehe einfach den gleichen Weg zurück. Aber dann komme ich doch wieder da hinten hin. Da ist doch wieder nicht der Ausgang, oder? War der eine Raum nochmal? Da war irgendwie so eine Maschine oder so. Hier ist, glaube ich, wieder falsch, ne? Ich glaube, jetzt den ganzen Weg wieder zurück, ne? Hm.
Deswegen mag ich solche Androiden nicht. Jetzt müssen wir wieder ganz am Anfang sein, ne? Aber da drin war doch noch irgendwie was. Muss ich irgendwann noch mal nachgucken. So, jetzt sind wir am Anfang. Ich gehe noch mal aufs Screen irgendwann zurück. Hier war irgendwie jedenfalls irgendwo der Ausgang, das weiß ich noch. Nein, verdammt, nein. Von Richard die ganzen Arts Meistertitel zu bekommen, das ist einfach, ey. Er braucht voll wenig Benutzungen. Den ganzen Arts irgendwie, die bauen irgendwie nur so 200 oder so. Voll Luxus. Einzige, was ich hier noch brauche, ist hier. Ja, es hat Feuerbestie. Und hier diese Dinger hier. Den Mondlichtkreis habe ich, glaube ich. Ja, oft gehen wir zum Level. Also bald kommt keine Arts mehr, Titel mehr, die ich aufleveln kann. Nur die ganze Story Dinger und so. Sehr schön. Ich nur Pascal und Sophie. Weil die hinken wahrscheinlich jetzt ein bisschen hinterher. So, und ich bin wieder hier, ne? Da fuck! Wo muss ich hin? Ich bin jetzt den ganzen Weg zurückgelaufen, ne? Wenn ich das Ding jetzt nicht aktiviert habe, muss ich den ganzen langen Weg nochmal zurücklaufen. Verdammt! Ja, super. Wo ist der Ausgang? Ich hasse diese amazianischen Ruinen, ey. Die sind immer so komplex, Mann. So, ich geh mal da lang. Bringt nichts, ich muss zurück. Ma! So ein Dreck. Eieieiei. Geh weg. Hier ist, glaube ich, nichts, ne? Hab ich da hier schon entdeckt? Ja, okay. Ma! Warum kann er nicht einfach so ein gerader Weg sein, ganz ehrlich? So für Idioten wie mich oder so eine Karte, irgendwie sowas. Stattdessen muss ich diese verdammt langsamen Dinge auch noch hier benutzen. Ich würde eigentlich nur einen 20 Minuten Part oder so heute machen. Weil ich in der nächsten Zeit keine Zeit habe, hier irgendwas Längeres zu rendern oder hochzuladen. Mit wenigstens etwas rauskommt, aber wie es aussieht. Jetzt bin ich wieder hier. So, dann muss ich hier nach rechts, glaube ich. So, da rechts habe ich auch immer trainiert übrigens. Bei den zwei Gegnern hier. So, entweder hier oder da oben bei den grünen Dingen. Aber ich glaube, da führt uns so hin. Ich glaube, hier war das, ne? Oder auch nicht. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Wo bin ich? Hilfe! Bin ich da oben, wo, ja, genau, jetzt bin ich da oben, wo Hubert und die anderen waren. Jetzt muss ich doch irgendwie zurückkommen, oder? Ja, ne, aber jetzt immer noch irgendwie so ein Raum, wenn ich nicht mal gestolpert bin, den will ich mal, den will ich noch mal wiederfinden, wenn es geht. Bonk. Los, komm schon. Ich will wieder nach draußen. Bin aber noch lustig im Future Arc, finde ich. Ich muss auch dafür sorgen, dass ich so gut wie alles erledige, wenn ich das Spiel weiterspielen will. Weil, ja, irgendwann kann man auch zurück zum Main Arc, aber
Da muss ich erstmal hier das Future Arc erlegen. Macht Sinn, ne? Und ja. Da ich nicht hin und her switchen will wie ein Blöder, möchte ich schon alles im Future Arc erledigen. Damit wir nicht nochmal zurück müssen. Weil der Main Arc hat ein bisschen mehr zu bieten noch. Future Arc ist nur so. Ist auch eigentlich dazu da, dass man sich im Main Arc überpowern kann. Also einige, mein Gott, Gegenstände und so was alles oder Waffen und was weiß ich, Titel können dann richtig helfen im Main Arc für einige optionale Sachen. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Laufe ich im Kreis? Ich laufe im Kreis, oder? Nein, tue ich nicht. Und wir kommen endlich raus, ja. Ich glaube, wir kommen raus, ja. Gott sei Dank. Geh weg, du Biene. Da würde ich aber sagen, bevor wir rausgehen, mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.